Einen wunderschönen guten Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, was es bei euch gerade ist. Herzlich willkommen bei World of Tanks. Heute mit dem Replay vom Objekt 416, eingeschickt von Toxic. Ja, diese Bratpfanne, diese fahrende. An sich von der Optik her ein wirklich ungewöhnlicher Panzer. Von der Spielweise durch diese Beeinträchtigung, dass die Kanone einfach nicht so weit runterkommen kann vorne, auch nicht ganz so easy für einen mittleren Panzer. Ich muss ja sagen, bei mittleren Panzern finde ich ja gerade wichtig, eine schöne Gun Depression zu haben, dass man da mal mitarbeiten kann. Das ist bei dem nicht so einfach möglich. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir mal, was er hier so damit anstellen kann. Übrigens, den Panzer bekomme ich eher selten eingeschickt. Was ich euch, glaube ich, zumüllen könnte, wäre Cromwell oder T-54 oder sowas. Oder, also das sind so Panzer, die bekomme ich so oft. Aber hier, der ist echt selten. Feuererlaubnis erteilt. Ziel verloren. Wo sind Sie hin? Bereit zu feuern. Wo sind Sie hin? Ja, bisher schon zwei Hits gut auf den Panther geben können. Der war da natürlich auch sehr praktisch gestanden. Er wiederum hat drei Abballer bekommen und einen hat der Panther dann doch noch ins Ziel gebracht. Und oh ja, schön der Löwe, der kommt da ja ideal entlang gefahren. Na, der Panther, der achtet jetzt stark auf ihn, wie man sieht. Und sein Team macht es auch gut. Die drücken da drauf, warten nicht zu lange. Und der Panther, der konzentriert sich jetzt fast nur noch auf ihn. Oh, jetzt schießt er sogar Bremen, jetzt hat er nämlich keinen Bock mehr. Ah, und nochmal ein. Das war jetzt aber normal AP. So, er sagt, dass er Hilfe benötigt auf dem. So, jetzt geht er erstmal auf den Löwen runter. Auto-Aim rein. Oh, der ist aber gefährlich, mein Freund. So, jetzt konnte er zerstört werden. Aber, wie gesagt, nicht ungefährlich, das, was er da gemacht hat. Jetzt da noch der Skoda, auch noch Auto-Aim. Und, oh ja, der war aber schnell weg, du. So, jetzt rechts von sich dann da den Panther hat er dann noch. Ja. Auto-Aim und Druff dort. So, den Panther, auf dem will er sich jetzt natürlich rächen. Der hat ihn so lang gestört. Und irgendwann ist er mal gut. Oh ja, der Aal. Auch der schaut genau für ihn in die richtige Richtung. Nämlich erstmal weg von ihm. So, und jetzt kuschelt er unter ihm. Und das ist natürlich die Bratpfannenform sehr von Vorteil. Nimm den jetzt raus. Ganz entspannt war das. Oh ja, der IS-2 steht super. Dementsprechend auch der kriegt nochmal eine Schelle. Also bisher läuft wirklich gut für ihn, das muss man mal sagen. Sehr souverän. Naja, der Tiger im Auto, der dürfte ein bisschen knapp werden. Aber da vorne hat er noch genug Gegner, die er auf die Hörner nehmen kann. Der UI kommt mal zuallererst. Ja. Das war ein schöner One-Hit. Den nimmt man gerne auch mal nebenbei mit. Und wir sehen da, der KV-13 hat nicht mehr viel. Der Cromwell hat noch, ist nur noch mit einem Schuss zu erlegen. Also von dem her. Ah ja, aber der T-34-85, der hat noch ein bisschen mehr. Der deckt auch nach hinten ab. Sieht man selten, dass da Leute dann noch in die andere Richtung gucken. So, der FCM will sich jetzt da durch die... Oh, der Cromwell fährt jetzt... Aha. Gut, der Cromwell hat sich da die unsicherste Route rausgesucht, die man da so fahren kann. Und hat es dann auch schmerzlich bezahlt. Oh, schöner Snapshot.
Schön auf den Turm. So, und jetzt der FCM. Raus ist er. Und jetzt kann er sich den T-34-85 in Ruhe zur Brust nehmen. Der Vater gerade weg. Auto-Aim, aber hat diesmal nicht geklappt. So, prallt ab. Jetzt nimmt er erst den raus, weil der auf ihn lurt. Nein, schon wieder im Boden. Jetzt macht er sogar... Komm, jetzt nimm ihn raus. Ja, endlich weg ist er. Aber jetzt geht das ganze Team dann nochmal geschlossen auf die Gegner drauf. Und vielleicht noch einen letzten Treffer auf den Tiger. Und der klappt auch. Und die Runde ist beendet. 5 Kills, leider kein Krieger, aber 4470 Schaden. Schöne Erfahrung gemacht, gute Runde. Die Bratpfanne kann halt doch ab und an durchaus überzeugen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wisst, ein Daumen ist immer gern gesehen. Ansonsten lasst einfach einen Kommentar da oder schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es Let's Play World of Tanks heißt. Tschüssi!